Michael Schumacher wurde von Ministerpräsident Hendrik Wüst für sein wohltätiges Engagement geehrt. Wie die Bild berichtet, waren Corinna und die gemeinsame Tochter Gina bei der Verleihung des Staatspreises von Nordrhein-Westfalen in Köln anwesend und nahmen den Preis stellvertretend entgegen. Der Formel-1-Rekordweltmeister ist seit seinem Skiunfall 2013, infolgedessen er ein schweres Schädel-Hirntrauma erlitt, keine Person des öffentlichen Lebens mehr. Jean Todt, Schumachers Teamchef bei Ferrari und langjähriger Freund der Familie, sprach bei der Verleihung über Michael. Wir waren ein unschlagbares Team. Michael liebte es zu arbeiten und das Team liebte es, für ihn zu arbeiten. Er fehlt uns hier. Michael hat eine wunderbare Familie. Seine Frau Corinna ist, wie meine Frau Michelle, eine der stärksten Frauen, die ich kenne, so Todt während der Laudatio. Corinna zeigte sich bei der Verleihung sehr emotional und kämpfte mit den Tränen. Ein sehr emotionaler Moment für die Familie Schumacher.